Ich bin Erik. Ich bin Nike. Wir sind Teil des Medienprojekts der Rabenfeder. Wir machen Interviews mit wichtigen Gruppen. Und fragen sie, was sie so machen und was sie vorstellen nach dem Start. Viel Spaß! Im Projekt beschäftigen wir uns mit Hip-Hop im kulturellen und geschichtlichen Sinne und wir werden auch noch einen Workshop mit dem Rapper Bart haben. Ich finde das Projekt bisher sehr spannend, da wir uns auch mit den Bedeutungen von den Songtexten beschäftigen und da diese ja zum Teil einen sehr interessanten Hintergrund haben, geschichtlich und kulturell, da diese ja auch eine Art Protest sind. Ich bin im Projekt Alter und Altern. Also heute haben wir angefangen, darüber zu sprechen, ab welchem Alter man alt ist. Darauf im Anschluss waren wir diesbezüglich auch in der Stadt und haben Fotos von Plakaten gemacht mit alten Menschen. Im Anschluss haben wir uns mit der Demenz ein bisschen beschäftigt und zu guter Letzt haben wir noch die Apothekenumschau uns angeschaut. Also der Plan für morgen ist, dass wir ins Seniorenheim in Badenstedt fahren. Dort werden wir mit den Rentnern oder mit den Pflegebedürftigen Blumen einpflanzen. Darunter sind auch Leute, die unter Demenz leiden. Ja, ich bin Dorothea und ich bin im Escape Room Projekt. Gestern waren wir in einem Escape Room und haben uns Inspiration geholt. Und jetzt die restliche Zeit verbringen wir damit, dass wir selber einen bauen. Und den könnt ihr beim Schulfest im Raum 219 besuchen. Ja, das Projekt ist unter der Leitung von Frau Fenske und Frau Kreuzer und es gefällt mir sehr gut, dass wir da die ganze Zeit die Rätsel machen. Also wir gehen ins Projekt Mini-Musical bei Frau Harden und Frau Piller und ich heiße Rita. Ich heiße Alisa. Und ich heiße Shanisa. Wir mögen das Mini-Musical, weil unsere Klassenlehrerin mit dabei ist. Und weil wir da halt singen können und weil wir so frei sprechen dürfen. Wir führen das Mini-Musical auf dem Pausenhof auf der Bühne vor. Hallo, mein Name ist Luca. Ich bin im Projekt Print Your Own Shirt. Dort designen wir unsere eigenen Shirts und drucken sie zum Anschluss. Uns wurden iPads von der Stadt Hannover gespendet, mit denen wir dann unsere Shirts designen. Diese Designs schicken wir dann an Herr Fischer, der auch unser Projektleiter ist. Und dann wird das mit einem Laserdrucker gedruckt. Hallo, mein Name ist Alisa und ich bin im Projekt Karneval. Wir entwerfen und bemalen Karnevalsmasken. Mir macht es Spaß, neue Masken zu entwerfen und neue Designs auszuprobieren. Mein Projekt leitet Frau Müller. Hallo, ich bin Rita. Ich bin in dem Projekt Kreatives Schreiben. Dort schreiben wir Geschichte und Gedichte in verschiedenen Sprachen. Mir gefällt das Projekt, weil ich auch gerne selbst Geschichten schreibe und einfach die Atmosphäre in dieser Gruppe so toll ist. Beim Schulfest werden wir unsere Geschichten oder Gedichte auf Plakate schreiben und sie aushängen oder einige können es auch vorlesen. Und das Projekt wird geleitet von Frau Götz und Frau Huth. Hallo, mein Name ist David und ich bin in dem Projekt Feel the Beat. In diesem Projekt malen und basteln wir sehr viel. Im Moment bauen wir ein aus einer leeren Konservenbüchse ein Insektenhotel. Am Schulfest werden wir ein großes Plakat vorstellen, wo wir Reste draufkleben werden. Insgesamt wird das eigentlich geleitet von Frau Schilling-Sprick, aber die ist krank, deswegen macht das Herr Packeiser. Ich bin Chris und ich bin aus dem Projekt Kreatives Schreiben von Herr Böllhaube. Gestern im Projekt waren alle drei Kreatives Schreiben-Kurse zusammengelegt und wir haben etwas mit einem hannoveranischen Poetry Slammer zusammen gemacht, ein paar Übungen im Bereich Poetry Slam. Das hat gestern sehr viel Spaß gemacht, das mit ihm zusammen zu machen und heute wurde dann gesagt, dass die gerne was noch mit ihm machen wollen oder was mit ihm vorstellen wollen, dass die dann zu ihm rübergehen, dass sie dann am Schulfest was vorstellen. Hi, ich bin Coralie. Ich habe das Projekt der Schule fürs Rocken gewählt. Das ist geleitet von Frau Kraszewski und Frau Baran. Und wir wollen den Schulhof verändern, dass er einfach grüner wird und dass man sich wirklich wohlfühlt auf dem Schulhof. Wir haben auch schon einige Sponsoren gefunden, die uns dabei helfen. Und in den letzten Tagen haben wir auch schon sehr viel geschafft, um den Schulhof zu verbessern.
Hi, ich bin Diana. Ich bin in dem Projekt Lass die Nadel fliegen mit Frau Brülking und Frau Lücke. Also wir nähen eine Tasche, einen Sportbeutel. Und das macht sehr viel Spaß. Man braucht nicht wirklich Näherfahrung. Es ist alles ganz entspannt und ja. Ich bin Emma. Ich bin Emil. Ich bin Soraya. Und wir sind in dem Projekt Viva con Aqua von vor Freitag. Und wir stellen das Projekt am Schulfest in der Aula vor. Wir basteln Kartons, wo man Pfandflaschen reinwerfen kann. Und dann sammeln wir sie ein. Und dann wird das Geld an eine Organisation geschickt und die haben dann Geld für Brunnen, für Leute, die kein Geld für Wasser haben. Und der Brunnen, der ist halt dann, der kann man daraus trinken. Mein Name ist Emily. Ich bin Emma. Ich bin Julius. Und ich bin Elia. Wir haben das Projekt Geheimschriften. Am Donnerstag werden wir unsere schönsten Sachen am Sommerfest vorstellen. Gefällt am meisten an dem Projekt, dass wir so viel mit diesen Federn schreiben können und dass auch manchmal wir zur Bibliothek gehen können und so. Das war auch echt toll. Wir arbeiten in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und gehen oft in die Stadtbibliothek, um uns dort Vorträge von Mitarbeitern von da anzuhören. Ich bin Sarah. Ich bin Emina. Und wir machen das Projekt Makramee. Die Leiter sind Frau Kleine, Frau Fehn und Fagali. Also Makramee ist wie ein Faden oder ein Garn, könnte man sagen. Ja. Ja, und daraus kann halt Schlüsselanhänger oder Taschen oder Armbänder halt machen. Schulfest zeigen wir halt Eltern sowie auch Schülern und Lehrern, was Makramee ist und einfache Knüpftechniken, die sie dann zu Hause nachmachen können. Hallo, mein Name ist Zita Noschat. Ich bin vom Projekt Schulsongs. Das wird geleitet von Herr Fibo und Herr Roscher. Und ja, also an dem Projekt mag ich, dass ich singen kann. Ich liebe es zu singen, aber ich mache das jetzt nicht wirklich. Das ist mein erstes Mal, dass ich überhaupt irgendwo vor einem kleinen Publikum singen werde. Und das Projekt macht eigentlich sehr Spaß. Der Song ist von Schülern entstanden und die ganze Musik auch. Unsere Band besteht eigentlich nur aus Schülern. Unseren neuen Schulsong höchstwahrscheinlich draußen vorstellen, wenn das Wetter mitspielt. Wenn nicht, dann wird es in der Aula gemacht. Und ja. Ich bin Tarasso. Ich bin Elin. Und ich bin Pamela. Und wir sind von dem Workshop Vielfalt der Menschen LGBTQI+ von Frau Jäger. Und wir hatten heute einen Workshop, in dem wir über verschiedene Geschlechter und Geschlechtsidentitäten etwas gelernt haben. Ja, und uns hat das Projekt sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir würden es auf jeden Fall wieder machen. Auf jeden Fall, ja.